Lieber Schnittchen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mario Kart 8. Wie Peter sagen würde. Hallihallo! Der ist nämlich auch dabei und zwar Dennis, Jay, Dalukart und meine Wenigkeit. Hi. Sepp ist immer noch verschollen. Wir wissen nicht ganz, wo er ist. Der ist heute einfach nicht zur Arbeit gekommen. Und hat sich auch nicht mehr gemeldet. Das ist voll krass. Ich glaube, der stand. Ich glaube, der hat heute. Der hat heute. Mutter-Fee-Funktion auf der Achterbahn. Der hat heute seinen ersten Tag von ewig frei bei Pizmin. Ewig frei? Naja. Das. Da sollte man keine Witze mitmachen. Doch, nee. Sollte man. Disrespect gegenüber den Leuten, die so auf sowas immer ansprechen, deswegen Witze drüber machen. Oh, wir fahren die Excitebike-Strecke. Ich mag auch Hitler-Witze. Ja, hast du gerade das mit Hitler verglichen? Ja. Nein, das hast du jetzt gemacht. Nee, das hast du gemacht. Nee, ich hab gesagt, ich mag auch Hitler-Witze. Worauf hat sich das denn bezogen? Boah, was ein Stahl, auf die, auf Witze, darauf, dass man, nee, Witze? Darauf, dass doch, man Sachen, Witze aber selbst. Nee, genau darauf, dass man Witze darüber macht, was man disrespectet. Also, disrespectest du Sepp? Ich bin Mario Kart schon. Also. Disrespect ist Hitler? Ja, auch. Was? Also sind Sepp und Hitler schon mal auf der gleichen Stufe in dem Bereich. Ja. In Mario Kart? Ja, von in mir Mario auch. Kart schon. Du weißt gar nicht, wie Hitler in Mario Kart war. Ja, aber ich disrespekte trotzdem in Mario Kart. Weil sie hätten alle weggemacht, oh Leute. Ah, oh Mann, ey! Es gab damals noch. Was hab ich jetzt getan? Mann, ich krieg doch nicht, ich krieg eine Tröte als Fünftplatzierter. Warum hab ich denn nicht mal dein Sepp-Glück? Was ist denn das Sepp-Glück? Achso. Ja, ah, Raketen! Gott. Ich war die ganze Zeit letzter, auch gerade keine Rakete bekommen in dem gesamten Level. Boah, schon wieder nicht. Einmal alles. Ey, ohne Spaß, mit dem Stern zu fliegen ist eigentlich gar nicht mehr so gut. Wow. Und Items zu verpassen auch nicht. Ey, Peter, du bist ganz schwarz. LOL! Alter, ich krieg als fünf platziert. Ich hab das Gefühl, dass ich voll langsam bin. Ich glaube, ich hab die falschen Reifen. Kannst du aber auch mal zu weinen? Ja, ich muss aber gerade weinen. Oder bitte weinen auch von Peter, eiskalt abgewehrt! Nein, eigentlich will ich das. Ja, aber du hast mich trotzdem noch getroffen. Nee, hab ich nicht. Das war der Mann, der Feuer geschossen hat. Muss der Skill mal folgen hier vom geradeausfahren. Nein, ein Bumerang als letztes Item, oder was? Nein! Muss ja jede Strecke einmal das kommen, die Blaue, das sagt jetzt, ne? Richtig hart. Kommt da jede Strecke einmal, hast du doch gesagt, Peter. Ja, aber letzte Kurve, letzte Runde ist scheiße, weil jetzt überholen sie mich alle und geben mir noch einen mit währenddessen. Bam! Ich hab eine Rakete gekriegt, nice! Jawohl, den Sepp gemacht und zwei da! Peter! Peter! Easy. Peter, ach Gott! Nice. Boah, richtig Glück. Ey, wunderbar auch von allem getroffen auf dich. Ja, wie konntest deswegen, du so schnell losfahren? Was war das? Ich bin einfach vor dir getroffen worden, so. Deswegen konnte ich schneller wieder losfahren. Ich habe gewonnen, weil ich bin einfach gut gefahren. Muss man einfach so sagen. Hat nichts damit zu tun, dass Peter kurz vorm Ziel eine Blaue abgekriegt hat. Gar nichts. Ich raste echt gerade aus. Das ist echt zum Kotzen hier alles. Das ist aber schade. Mensch, Peter, ey. Aber ich mache hier den Jay. Weißt du mal, wie ich mich fühle? Wenn ich immer erster bin. Ja, ja. Die können wir nochmal spielen. Die ist schön. Fällt mir ein, ich weiß überhaupt bei keiner Strecke so wirklich die Abkürzung. Egal. Bei der ist die allerdings relativ offensichtlich. Ja, klar, aber vielleicht gibt es da ja noch eine, die wir noch nie entdeckt haben oder so. Ich habe mich doch noch nie runterfahren. Ich hab mich bei Mario Kart auf dem N64 war das krass, da gab's Abkürzungen. Ja, ich weiß auch noch, beim Super Nintendo damals bei der Strecke gab's, ich glaube die letzte oder so, wo du einfach geradeaus durch den Sand durchfahren konntest, bist mega langsam gewesen, warst aber immer noch schneller als der Computer quasi. Alter Peter, was war denn das für ein Blitzstart, ey? Ich habe übrigens das Gefühl, dass wir diese Map tatsächlich fast häufiger spielen als die Regenbogenstrecke. Das glaube ich nicht. Die ist super häufig. Also beim letzten Mal haben wir die gespielt, in 6 Aufnahmesessions habe ich die einmal gekriegt. Stimmt, da hat Bram die doch immer versucht auszuwählen. Ja, die habe ich doch immer wieder ausgewählt und die kamen nie. Aber die spielen wir auf jeden Fall auch super häufig. Kannst du nicht einfach in die Statistik gucken? Wir haben eine Statistik über die Maps. Ach, das ist bestimmt mit drin. Ach ja! Ach, wenn du einmal getroffen wirst, wa? Dann kommen schade, sie alle, ne? An. Mensch. Ho! Ho! Da kommt relativ schnell auch der zweite Mal. Ah, hier, Bram, was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie nach vorne. Ja, ich bin auf dem Weg nach vorne. Wir dürfen uns nicht immer gegenseitig abschießen. Ja, hör auf damit. Nein! Oh lol, die war gut gesetzt, Jay. Hä? Ja. Hast du die nicht gerade fallen lassen? Nee.
Ich lass auch mal was fallen. Ja, ich nehme einfach die Rakete, ja. Okay. Und mach, ich nehme mal weg. Ja, den auch noch sehr gut gemacht. Wer ist denn da jetzt reingefahren? Du hast mir beide rote weggemacht. Oh, ich hab, ey, ein, ich hab ich voll so eine abbekommen. Also, ja, ach komm, drei. Jetzt krieg ich noch eine rote ab, ey. Hau weg. Scheiße. Ja, jetzt bin ich letzter. Ich hab noch eine rote abbekommen. Wie viele Roten schickt ihr denn hier, ihr Huren-Eier? Ja, komm, direkt noch eine Rolle abbekommen. Ja, komm, warum nicht jetzt hier? Bestimmt so 6 oder 7. Ich hab auch eine abbekommen. Hör auf zu weinen, Alter. Ich ja, Alter, hast nächste. Du abbekommen, nicht 6 oder 7. Scheiße, ich kann nicht weinen. Yeah. Oh, jetzt hab ich echt noch eine abbekommen. Ich gewinne. Ey. Was willst du eigentlich? Ich hab die blaue abbekommen, war erster easy. Und ja, wow, du hast eine blaue abbekommen, ey. Und eine rote, du Arschloch. Und dann ja, war ich toll. Letzter. Ram, wir wollten doch nach vorne. Was? Ja, Peter, ich dramatisiert mal wieder vollkommen einfach. Ohne halt Witz! So. Ja, ja, ich hab auch nicht mal dramatisiert! Ich glaub, so viel langsam, bekommen wir alle zusammen und dann dreimal so viel! Also, ja, ist klar, Alter, ey. Bist du gerade in eine Salzlake gefallen oder was ist los, ey? Was ist denn mit Peter heute? Ja, ich verliere, also, das ist mit um da ein bisschen deeskalieren zu wirken, muss ich ja sagen, dass ich zweimal hintereinander drei rote habe. Ich meine, Dalu ist einmal in zwei reingefahren, aber die dritte hat quasi Peter abgekriegt. Und ich glaube, danach habe ich dir dann nochmal irgendwie eine reingedrückt, weil die habe ich einfach weggeschossen. Ist Peter zweimal getroffen worden und weint. Ja, weißt du, und zweimal! Das heißt, davon der Dreifache von allen. Zweimal mindestens, sagen wir mal so. Oh, Christi hatten wir doch schon. Also insgesamt dreimal ja, getroffen worden. Das ist zufällig, worden. Tut mir leid. Ich weiß. Das ganze Spiel ist gegen Peter, ey. Oh, ich war spielst du programmiert da geworden? Also man kann zumindest festhalten, dass Peter momentan recht viel Pech hat. Ach, Peter kann einfach keine ja, Augen weil er zwei Rote abbekommen hat. Und zwei ja, mal eine blaue Kutsch vom Ziel in der letzten Rode. Runde. Der fährt halt immer rein in die Runde. Damit muss man rechnen, wenn man erster ist. Ja, ja, muss er sich halt immer ein bisschen safen da seine Tröten und nicht immer nutzen. Jetzt will er gewinnen, der Peter. Oh, ja, weil ich am Anfang erster bin, das ist ja gerade Neues. Ja, Peter macht muss sich aber mal was anstrengen. Oh, lol. Mütze! Das ist ja der Chris zurück. Wie, das kriegst du zurück? Willst du mich verarschen? Ich hab ja gar nichts gemacht. Klar, deine Pflanze hat mich gefressen. Ja, ich seh das schon. Oh, du Hurenkind, Alter. Hat mich jetzt echt mit der Tröte weggefickt. Boah, Alter, Revenge ist mein gleich. Ey, nicht die Grünen kaputt schießen, Jay. Wieso, weil der ist so... Ah, Christian, du hast die Grünen auf mich geschossen. Die ist abgeprallt, also, ne? Hast trotzdem auf mich geschossen, letztendlich. Ja, du hältst mich an. Naja, du kriegst jetzt die drei Roten ab, du Arsch. Oh nein, ich bin gegen den Reifen gefahren. Jay, das ist nicht hilfreich, wenn wir uns hinten abschießen. Ey, was soll ich denn machen? Ich muss da irgendwie nach vorne kommen. Ich will nicht letzter werden. Außerdem bist du der Erstplatzierte. Ja, jetzt nicht mehr. Und mit Abstand gerade letzter, weil ich einen richtig üblen Fahrfehler gemacht habe. Peter, komm mal, blaues. Lügner. Komm, ja. Wirklich. Ja, dann schick. Ich sehe sie noch nicht auf der Map. Unsichtbar. Oh, die unsichtbare blaue, sagst du. Oh, das wäre richtig übel. Oh, fuck. Hey, 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 hey! Hör auf! Ach, Dalu! Du Grödelfotze, ey. Ey, komm, ey. Nein, nicht jetzt aufhören! Wo bleibt denn die blaue? Jetzt hast du mal eine Tröte und dann kommt keiner, oder? Jay hat die geschossen, die braucht doch keine. Wow. Rakete! Führ mich zu! Wie? Du hast eine Rakete als Vierter? Willst du mich verarschen und ich krieg keine? Wow! Ja, jetzt weißt du mal, wie ich mich gefühlt habe in der letzten Runde. Oh, hier, guck mal, ist doch geil. Ich immerhin nicht ganz letzt. Bram, hast du den Boomerang noch abbekommen? Vom Ziel? Ja, macht aber keinen Unterschied, weil ich ja schon hatte. Aber bei die Runde war ich kacke. Das ist schon maximal spannend, so für die krass letzte Runde. Alle außer Bram können noch gewinnen. Hey, fahren wir nicht noch zwei? Nee. Ich fahre mir nur noch eine. Ich glaube nur noch ich eine. Ich glaube, wir fahren nur noch eine, ja. Ich bin ja mal für ein bisschen random. Wir hatten die antike Strecke, die Flughafenstrecke und die Excitebike-Strecke. Ah, Mann, ey. Oh, er nimmt die Goldmine. Das ist die schlimmste Strecke von allen. Das ich verstehe das überhaupt nicht, dass du das so siehst. Die ist echt nicht schwierig. Oh Gott. Ich kann die nicht gut. Die ist gut. Ich kann die Goldstrecke aber auch nicht gut. Oh, oh Gott sei Dank, ey. Zero ist okay. Ja, das ist auch noch viel geradeaus fahren. Also keine schweren Kurven. Ist das die erste oder zweite?
Das ist die, das ist die Rundkursstrecke. Ja. Die hat ja nicht so schwer. Direkt mal zwei Kurven am Anfang. Ja, aber die hat nicht. Wir hatten. Kurven sind schwer. Aber die hat keine Kurven. Aber geile Mucke hat sie. Ich will Wind! Hat Gwent. Wind! Ist schneller als ich auf einer geraden Strecke. Der Jay ist schneller als ich auf einer geraden Strecke. Münzen! Ja, ich hab Dingens gezogen. Windschatten. Oh, den Speed konnte ich gerade gar nicht brauchen. Oh! Shit. Oh shit. Ich hab darauf gesetzt. LOL! Ich hab darauf gesetzt, dass ich Speed krieg. Scheiße. Fuck off. Ey, nein! Oh nein! Die grüne war richtig kacke! Der mich erwischt, der Wichser. Kommt da echt eine grüne nach hinten geflogen? Hi. Oh fuck. Oh, böser Fehler. Raus. Scheiße. Böse Fehler. LOL, oh, eine Peter. Bombe, echt? Oh, LOL! Peter kriegt mal wieder drei rote, weißt du? Das war voll ein Kick, aber. Wieder drei rote! Aber oh, Christian, ey! Dann hab ich ja nochmal drei rote. Ich hab zwei Bomben hintereinander gehabt, das ist doch mal echt kacke. Hast du das letzte Mal? Ja, schön. Das stimmt allerdings. Fuck, ey. Das ist schon ein bisschen her. Du bist so Speed. Und Jake kriegt eine Rakete. Was, als Vierter schon wieder eine Rakete? Ach komm, ja, ey! Das ist das Glück von Jake. Ah, Bullshit, ohne Mann. Scheiß, ja, schon das zweite Mal. Das war haben, ey. Oh lol. Muss ein bisschen geskillter. Ja, Raketen. Raketen genau. Aus der Kiste holen. Ich hab zweimal gebremst! Ach komm, oh, rein, Keule! LOL! Oh, what Mann, the ey, fuck? Dritter, ey, scheiße. Fast Skill, Alter, nach deinen drei roten. Na, zweitplatziert ja, hat er da auf zusammen. Jeden konnte er mit seinen Huren Beschleunigung. Peter gewonnen, ey, scheiße. Ich bin noch letzter geworden, das ist doch ein Scherz. Ja, wir beide sind letzter geworden. Oh, lol, ey. Letzter ist. Boah, ist das knapp, ey. 1, 2, 2, 4, 4. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie im Leben. Wenn ein nicht, Punkt dass Peter Abstand da alleine Erster ist. Kann man eigentlich. Ist die, besteht die Möglichkeit, dass man echt alle nee, fünf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. du meinst rein rechnerisch? Ja. Das ja, kann ich dir jetzt nicht sagen. Du müsstest Stand. Doch eigentlich dann mit. Wie viele Strecken fährt man? Vier? Ne, geht nicht. Wie viele Strecken fährt man denn? Vier, ne? 64 Punkte heißt, gibt's insgesamt. Es gibt ja, 64 du, Punkte. Ja, genau, deswegen. Eigentlich müsstest Moment, du. Doch du müsstest weniger, bei, wenn du mit weniger Leuten fährst. Du müsstest bei vier Strecken mit vier Leuten müsste jeder einmal erst keine 64. Ja, sicher! Nein, wenn du mit. Du rechnest ja, 64 Punkte gibt's nur, wenn du mit sechs Leuten spielst. Ja, dann rechne mal bitte mir das jetzt vor. Ey, das war doch keine vier. Wir waren fünf. Der erste kriegt doch nur sechs. Ja, 64. Der erste. 5 mal 12 sind. Plus dann immer dein 1 plus 2 mehr. Vier mehr. Nee, nicht wenn für du für das Doppelte spielst, Christian. Dann kriegt der erste 6. So. Peter, dann einfach den Bram, rechne das doch einfach, rechne das doch einfach, rechne doch einfach mal 5, wenn du die 6 Punkte auf 5 runter machst, ja, dann kriegst du jedes Mal 12 Punkte. 5 mal 12 sind 60, plus nochmal die 4, die du halt abgezogen hast, sind 64. Ihr hättet doch einfach den Endpunktestand zusammenzählen. 64. Nein, ja. Dalu, das wäre viel zu clever. Das wäre viel zu einfach. Also aber 64, also Jay, ja, kriegst du bei 7, bei 6 kriegst du doch aber 64, oder nicht? Nein. Kriegst du mehr. Bei 6? Mehr, weil du kriegst noch mehr. Da stand doch in der letzten Folge noch extra drunter, dass man 64 kriegt, weil wir die Diskussion schon hatten. Da haben die ja mal ganz schön gut richtig gerechnet. Ah, bei 6 müsstest du, da müsste der erste 7 Punkte bekommen und dann 5. Der zweite 5, 4, 3, 2, 1. Warte. Also ja. Pro Runde 7 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Oh. Du bist gerade im Rechner am Tippen, aber nein. Aber das ist denn rausgekommen, Peter? Leute? Peter? Ja. Peter ist beim Rechnen leider gestorben. Oh, sorry. 88 Punkte, wenn man zu 6 spielt. Aha. 88 Punkte, wenn man zu 6 spielt, ja. Da könnte man theoretisch die Punkte so verteilen, dass jeder gleich viel bekommt, oder? Jetzt erstmal in der reinen Theorie, weil das ja gerade ist. Aber bei 64 Punkten und 5 Leuten geht das logischerweise nicht. 80 durch 6. Ah ja, nee, Moment, das geht natürlich nicht. Das war ein wunderschönes Rechenbeispiel. Wenn jeder 14, Periode 6 Punkte bekommt, dann geht das. So rechnet man's.
nicht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Als ob, finde ich.